Musik liegt uns im Blut. Nur je älter wir werden, desto besser können wir das verstecken. Bei den Kleinen, da funktioniert das noch nicht so gut. Die fangen an, mit dem Po zu wackeln, sobald irgendwo eine Melodie erklingt. Im Extremfall zucken die Gesichtsmuskeln und die Arme und Beine bewegen sich ein bisschen unkontrolliert. Gut so. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Babys in Bewegung. Wer sich im Kleinkindalter zur Musik bewegt, der rockt auch den Rest seines Lebens. Warum Musik für die Entwicklung so wichtig ist, das finden wir in den nächsten Minuten heraus. Und auch, wie man mit Musik am besten übt. Musik wirkt aktivierend auf die Kinder. Der angeborene Bewegungsdrang wird zusätzlich gefördert. Singspiele, rhythmische Sprechverse und Bewegungsspiele unterstützen die Körpererfahrung der Kinder. Klänge, Töne und Rhythmus fördern neben den motorischen Fähigkeiten auch die ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Das Reagieren auf Klänge fördert das Zusammenspiel der Sinne. Laut, leise, langsam, schnell – die Fähigkeit der Anpassung beansprucht alle Sinne. Kinder durch Musik zu fördern ist eigentlich ganz einfach. Schon vom ersten Herzschlag an sind Kinder nämlich an den Herzrhythmus der Mutter gewöhnt. Es gibt also kein Baby, das Musik oder Rhythmus nicht mag. Für sie bedeutet es Geborgenheit. Und dieses Wohlgefühl, das lässt sich mit Musik und den dazugehörigen Ritualen, wie zum Beispiel das Abschlusslied bei einer Turnstunde, wieder heraufbeschwören. Hören Sie mit den Kindern gemeinsam Musik. Für Babys eignen sich Instrumentalstücke, für die etwas Älteren kommt dann Text dazu. Achten Sie auf den Inhalt. Bei der Vogelhochzeit zum Beispiel kann man gemeinsam mit den Kindern durch den Raum fliegen. Oder lassen Sie den Rhythmus mitschlagen. Das ist ein riesengroßer Spaß. Koordination wird geübt und auch die Aufmerksamkeit. Als Schlagzeug kann der Boden dienen, das Sofa oder einfach eine Schüssel. Machen tick-tack, tick-tack. Kleine Uhren machen ticke-tacke, ticke-tacke. Und die kleinen Taschenuhren ticke-tacke, 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 ticke-tacke. Und die große Kirchturmuhr macht ding-dong, ding-dong. Rhythmus ist auch Kommunikation, vor allem dann, wenn man es in der Gruppe macht. Und mit der Muttersprache hat das ganz wenig zu tun, denn die Verständigung, die kommt über die Musik. Und das bietet dann den Kontakt zu anderen und kommunikatives und soziales Verhalten werden gelernt. Und wer als Baby Musik erlebt, der entdeckt dann ganz automatisch die Bewegung. Die Umsetzung von Musik in Bewegung ist eine enorme Lernleistung. Und wer mitsingen kann, der lernt auch schneller sprechen. Später hilft der Rhythmus beim Lernen. Wer etwas auswendig aufsagen will, stellt sich einen Sprachrhythmus vor, dann geht es besser. Schon wenn die Kinder noch ganz klein sind, kann die Musik zur richtigen Zeit entweder beruhigen, trösten oder auch stark machen. Wir haben gerade ganz viel mit Musik gemacht. Wie ist es denn so mit Musik, sich zu bewegen mit den Kindern? Also mein Kleiner hat sehr viel Spaß daran. Der liebt Musik und mit Rhythmus und alles. Wir haben das, seit er auf der Welt ist, schon drauf und es macht ihm Riesenspaß. Heike, auch der Lukas war hier ganz eifrig dabei. Musik und Lukas, passt das zusammen? Das passt sehr wohl zusammen. Also er ist bewegungsfreudig und wenn die Musik läuft, natürlich noch mal viel mehr. Er hüpft und tanzt, auch wenn man das von den Kleinen eigentlich noch gar nicht erwartet. Ja, erwarten tut man es auch nicht von unserer kleinen Leonie, aber auch die war wie so eine kleine Ballerina ja schon fast dabei. Ja, sie ist auch sehr musikbegeistert. Also sofort morgens nach dem Aufwachen am liebsten gleich Musik an und dann wird losgetanzt. Und dann wird losgetanzt. Musik macht also glücklich und man kann natürlich zu Hause gemeinsam singen, aber auch im Turn- und Sportverein mit vielen anderen zusammen. Wo Sie solche Angebote finden und noch viel mehr rund ums Thema Turnen, das ist alles zusammengefasst auf der Webseite der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Und dort liegt auch diese und alle anderen Folgen von Babys in Bewegung nochmal zum Anschauen. Probieren Sie es einfach aus, zu Hause oder im Turn- und Sportverein. Und Sie werden sehen, Bewegung lebt durch Musik und macht glücklich. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal bei Babys in Bewegung.